Freilich! Der Wochenrückblick mit Hafner und Bechtel. Live aus dem Wirtshaus zur Dummen Sau in St. Lenzenkirchen. Juhu! Herrgott, Hafner, ich war blind! Na, dann brauchst du wenigstens den Alten nochmal anschauen. Oh, da hast du auch wieder recht. Mein Hafner, apropos, ich trau's mir ja schier nicht sagen. Ich glaub, mein Alte bescheißt mich. Ah, nicht wahr? Woher willst du das wissen? Hafner, man sagt doch immer, Psoffene sagen immer die Wahrheit. Stimmt, also was willst du von mir wissen? Ein Neuhafner, es geht um meine Alte. Die hat sie unlängst mit ihrem greislichen Eierlikör so hergesoffen, und zwar so richtig, weißt du? Die hat schier nicht mehr Stand erkennen. Und weil ich ja weiß, dass das heißt, ich muss wieder hin, weißt du, wenn sie einen drin hat, dann wird sie mir recht gamsig. Dann bin ich einfach ins Bett gegangen und hab so da, als der die schlafen. Und? Hat's die dann zusammenpackt? Neu, die hat dann im Bad ständig nach anderen Männern geschrien. Mehrere! Öha, Namen, Bechtel, Namen. Also, soweit ich verstanden hab, nach einem Ulrich, einem Ulf und nach einem Jörg. Das ging über Minuten. Wie sie ins Bett gekommen ist, war sie ganz erschöpft, wahrscheinlich vor Wollust. Da kommt's jetzt aber auf die Aussprache an. War das mehr Jörg oder mehr Jörg? Ja, schon eher das Letzte, wieso? Sag bloß, du kennst den auch. Freilich, nachdem hab ich auch schon ein paar Mal blärt. Aha, was ist das für ein Kerl? Schaut der besser aus als ich? Ja, sagen wir's mal so, wenn er mal draußen ist, dann schaut er nicht mehr so gut aus. Was heißt da draußen? Mei, Bechtel, du bist halt echt begriffsstutzig. Recht hergespielt hat sie deine Alte, so schaut das aus. Meinst, dann hat das nichts mit dem Mann zum Tor. Mei, bei mir hat das letztes Mal mit dem Mann zum Tor gehabt. Der hat Jack Kaiser, Jack Daniels. Dann war's bei mir letztes Mal eine Frau, Maria, Maria Kron, haha. Mei, der Bechtel, selbst beim Bregler hörst du immer noch Casanova. Freilich, ich kann's halt mit der Frau. Schau, ich zeig's dir. Zenf! Amir Rotzwoll. Der Wochenrückblick mit Hafner und Bechtel. Freilich!